Und jetzt Warp. Yes! Haha! Bingo! Und gleich hier Kanister-Tornister aufstellen. Und dann. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Dyson Sphere Program, meine lieben Freunde. Wir müssen das Spiel unbedingt in Dyson Sucht Program umbenennen, denn die Sucht, meine lieben Freunde, die kickt hier ordentlich, ich kann's euch sagen. Erstmal muss ich mich für das Rumgehader am Ende der letzten Folge ja so ein bisschen entschuldigen. Ich bin da irgendwie wieder voll auf dem Schlauch gestanden. Ich habe jetzt hier die Glasfaserverarbeitung nochmal komplett von 0 auf 100 nochmal neu aufgezogen. Weil das war ja, das ging ja einfach nicht mehr, das war ja einfach nicht mehr feierlich, ja. Wie das teilweise hier, wie ich das gemacht habe. Ich habe jetzt hier dieses Band mit den Kohlenstoff-Nanoröhren einfach durchgezogen an den Anlagen hier vorbei. Die habe ich jetzt hier in Reihe gestellt, weil das ist das, was ich ja selber noch in derselben Folge gesagt habe. Wenn man das so, wenn man dann so Kurven reinmacht zwischen den Anlagen, dass es dann halt schwierig ist, die dann zu erweitern, beziehungsweise dann die Rohstoffe dran vorbeizuführen und so. Ich habe es dann am Ende noch falsch gemacht selber. Das ist wieder typisch. Wenn ihr das feiert, dass ich hier Dinge falsch mache, lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da. Und rechts oben in der Ecke ist die Playlist verlinkt. Da könnt ihr reinschauen, wenn ihr was verpasst habt. Genau, jetzt haben wir mehr Kohlenstoff-Nanoröhr, wir haben mehr Glasfaser und wir haben vor allem auch mehr Plastik. Das habe ich jetzt nämlich auch nochmal gemacht, indem ich hier hinten nochmal ein Graphitband gelegt habe von einer weiteren Kohlequelle, damit da ordentlich was reinkommt noch. Da hat nämlich auch ein bisschen was gefehlt jetzt. So, apropos fehlen. Was uns noch fehlt, damit wir den Warp-Antrieb freischalten, was wir eigentlich in der letzten Folge schon machen wollten, wir brauchen noch das hier. Gravitational Wave Refraction. Das ist das mit diesen Linsen und dem Space Warper. Das brauchen wir unbedingt noch und das aktiviere ich jetzt als Forschung. Das läuft jetzt im Hintergrund dann weiter durch. Ihr seht, das ist ganz schön teuer. Ja, 12 Minuten braucht das. Das heißt, es ist dann irgendwie auf der Hälfte der Folge circa, müsste das dann durch sein. Aber das müssen wir jetzt mal durchlaufen lassen. Wenn jetzt nicht in der Zeit die gelbe Forschung leer läuft oder so, sollte das eigentlich passen, dass wir das bekommen. Denn das ist eine Voraussetzung für das Upgrade Drive Engine Level 4. Und auch dafür, ihr seht, da brauchen wir 2000 von jeder Forschung. Alter Schwede, ey, die Forschung wird so leer laufen, ich sag's euch. Ich aktiviere das jetzt trotzdem schon mal, ich entköhe das mal. Und das ist nämlich dann der Warp-Antrieb. Und dann, wenn wir das haben, dann können wir erst warpen. Das ist so unglaublich krass, ey. Das ist unglaublich krass, was man da alles braucht. Ich kann euch sagen. Aber egal, wir haben es jetzt. Und wir können schon mal ein paar Dinge vorbereiten. Wir haben ja noch ein paar Technologien bekommen jetzt. Und zwar haben wir ja bekommen, zum Beispiel, die Teile hier. Da braucht man dieses tolle, das Zeug hier, diesen Titankristall. Und da braucht man wieder dieses Zeug hier. Also mehr Plastik wieder. Mehr Öl, mehr Wasser. Ja, mehr Öl, mehr Wasser, mehr Plastik. Und das ist auch neu hier, Plane Filter. Studying the Ruby Oscillation to obtain the law of the probability change with time during the evolution of the particle wave function over time. Alter, das ist doch einfach nur ein ganz komplizierter Text, den sie sich einfach ausgedacht haben. Erzähl doch nicht. Genau, dafür brauchen wir nämlich dann diese Kristalle und ich glaube auch das Panzerglas hier, das Titanglas. Also ich glaube, wir fangen mal einfach an, wa? Wir einfach vor allem. Wir versuchen erstmal das Titanglas herzustellen. Das wird schon kompliziert genug. Da brauchen wir normales Glas. Und Wasser? Okay. Wasser und Titan. Alles klar. Glas haben wir ja hier in der Mitte produziert von unserer Fabrik. Das wird ja in Prismas verarbeitet. Prismen, so rum. Das wird zu Prismen verarbeitet. Man! Wo sind sie denn? Hier. Hier war das, genau. Läuft das überhaupt? Das ist vollgelaufen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Genau. Guck mal, das ist vollgelaufen. Geil. Dann können wir doch einfach hier das Glas mal abzwacken, was hier reinkommt. Und können das doch eigentlich mal hier so quer... Einige kriegen jetzt schon wieder einen Rappelkopf, glaube ich, wenn ich sage, einfach mal hier so quer durchfädeln. Das ist das... Der Triggersatz in diesem Let's Play. Einfach mal hier so durchfädeln. Aber ich liebe meine Spaghetti. Was soll ich denn machen? Meine Spaghetti sind quasi mein Abführmittel. Hier. Wie soll ich hier denn sonst abführen? Ja? Wenn nicht mit Spaghetti. Ohne Spaghetti abführen ist doch langweilig. Hier, jetzt setzt das da hin, verdammt nochmal. Genau. Guck mal, da kommt das Glas an.
Und jetzt crammen wir das wieder hier so richtig schön rein. Nein, bevor wir das jetzt irgendwo crammen, meine lieben Freunde, hole ich mir jetzt erstmal nochmal hier die Foundations. Guck mal hier, die produzieren wir ja hier auch. Und die nehme ich mir jetzt. 1000 Stück. So, und dann machen wir nämlich mal eine schöne große Fläche mit den Foundations, die wir zubetonieren hier. Denn für diese Verarbeitung brauchen wir ja auch noch Wasser und die Titanbarren ja auch noch. Das heißt, die muss ich ja auch noch irgendwie hinfrickeln. Aber ich glaube, sind die das nicht hier? Ja genau, guck mal, das sind die hier, glaube ich. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen eine Schwierigkeit, Titanbarren und Plastik auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, das hier ist Titan und das ist Plastik. Das Graue ist Plastik und das etwas Silberne ist Titan. So. Augenprobleme, kann ja mal passieren. Dann gib mir mal die Foundations. So. Und jetzt betonieren wir das hier jetzt einfach mal zu. Ist eh schon teilweise zu betoniert. Da kommt es jetzt auf den Kram hier auch nicht mehr drauf an. Ah, ich liebe es. Wie geil ist das bitte, wenn ich nicht drauf achten muss, wie viele Platten ich dabei habe und einfach hier betonieren kann, wie ich lustig bin. Ich bin so lustig und ich betoniere. Guckt euch das an. Ich bin so zu. Nice. Wenn ihr nur wüsstet, wie zu ich bin. So, jetzt hier. Jetzt nimm das. Und nehmen Sie es nach unten? Geht das da so ans Ende? Kriegen wir bestimmt hin. Warte mal, nee, nicht so. Mach so. Warum ist da eigentlich noch ein Mast? Was soll denn die Scheiße hier? Weg damit. Brauchen wir doch gar nicht mehr. Wir haben doch die Schwebenden. Ich kann ja hier auch noch mal so einen Schwebenden noch hinsetzen eigentlich. Guck mal, hier ist noch so eine Lücke. Da können wir noch einen hinsetzen. Ich finde diese schwebenden Megamasten, also diese mastenlosen Masten, die finde ich eigentlich ziemlich geil. Guckt euch das an. Dann geht da so ein Satellit hoch. Und dann ist Strom am Start. Das ist schon ein bisschen geil. Da werde ich schon ein bisschen wuschig. So, jetzt hier hin. Das können wir ja... Ah, können wir nicht. Ich dachte, wir können das hier drunter durchlegen. Aber da müssen wir wohl ein kleines bisschen nochmal hochgehen. Okay, da würde es jetzt in das Band reingehen. Das wollen wir ja nicht. So kriegen wir es vorbei. Ist jetzt natürlich ziemlich weit oben hier. Wir nehmen das jetzt nach unten. Und hier müsste doch jetzt eigentlich... Ist da Platz für Anlagen? Ich brauche ja sicherlich die Assembler hier. Machen wir mal gleich ein paar. Ich hoffe, da ist jetzt Platz. Nicht, dass da wieder kein Platz ist. Sonst muss ich das hier noch ein bisschen rübernehmen. Ich kann ja hier noch ein bisschen aufschütten eigentlich. Warte mal. Ich kann ja hier noch das so machen. So. Dann können wir das nämlich hier nach vorne nehmen. Nehmen Sie es nach vorne. Da reicht ja der Radius immer noch aus. Guck mal. Was soll der Geiz, ne? So, und jetzt... Nimm das hier nochmal weg. Und dieses Schwefelband oder was das da ist, das können wir eigentlich auch nochmal wegnehmen eigentlich. Das müssen wir da auch nicht unbedingt stehen lassen, so wie das jetzt ist. Das stört da nämlich auch irgendwie ein bisschen. Guck mal, jetzt können wir das so machen, genau. So. Jetzt haben wir hier ordentlich Platz. Jetzt können wir hier Anlagen bauen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Nice, nice. Jetzt müssen wir uns hier keine Gedanken machen. Vielleicht mit ein bisschen noch einem Abstand. So, wir müssen ja noch Titan da noch hinkriegen auch. Ja, das ist doch schön hier. So, dann gib mir mal erstmal den Panzerglas-Blueprint. Genau. Und Wasser brauchen wir ja auch noch, stimmt. Ja, ja. Mach den nochmal ein kleines Stückchen weiter weg. Dass wir da noch Platz für ein Band haben vielleicht. Hier, Wasser können wir ja gleich hier abzapfen eigentlich. Ich habe doch sogar noch eine Pumpe, guck mal. Machen wir das gleich so. Und dann ziehen wir das Wasser einfach mal hier quer lang. Genau. Das ist ja nun das kleinste Problem, würde ich mal sagen. Das Wasser da reinzukriegen. Ich hoffe, es ist genug Wasser. Das ist eigentlich so die größere Frage. Genau, Glas kommt. Und jetzt brauchen wir noch Titan. So, ein Titan ist ja... Also, wenn mich nicht alles täuscht, ist das hier Titan. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das... Wo geht das eigentlich hin hier? Warte mal, was passiert da eigentlich damit? Ah, da werden die Dinger draus hergestellt. Aber dann... Okay, schade. Hier ist jetzt natürlich noch ein Platz frei am Splitter, aber... Das ist natürlich hier schwierig, das jetzt da abzusplittern an der Seite. Können wir nicht vielleicht einfach... Ah, da kommen wir nicht durch, oder?
Moment, ich überlege. Ihr habt mir gesagt, ich kann die Splitter auch so einstellen, dass ich erhöhte Leitungen absplittern kann. Ich probiere das jetzt einfach mal. Warte mal. So, jetzt haben wir das andere Design für den Splitter. So, jetzt können wir eins oben und eins unten reinmachen. Ehrlich gesagt, ich blick's noch nicht so ganz, wie das funktionieren soll. Wird das dann nach unten abgesplittert oder wie funktioniert das dann? Ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe keine Ahnung. Genau, jetzt sind wir da drin. Jetzt sind wir oben drin. Jetzt lass mal erstmal eine Line durchlaufen von oben. Da muss ich schon das erste Problem. Muss ich erstmal gucken, wie ich von oben jetzt... Ah, okay, so, ja. Warum geht das jetzt... Okay, warte. Das muss weg. Wir müssen es höher nehmen. Nehmen Sie es nach oben. Gott. Der Bandsalat hier wird immer schwerer zu überblicken. Oh Gott. Ja, so... Und jetzt hoch. Yes, okay. So, das kommt schon mal jetzt durch. So, jetzt müsste ich doch eigentlich unten auch eine Titanline rausziehen können, oder? Ja, genau. Ja, jetzt ist natürlich da das Ölband im Weg. Warum sind da eigentlich zwei Splitter? Keine Ahnung. Ich gehe mal hinten raus vielleicht. Geht das hinten auch raus dann? Ja, dann kann ich ja... Warte. Dann kann ich ja eigentlich so... So das machen... Dann hier hin? Ja? Da wie so eine Spirale einfach nach oben gehen. Ah, es sei so eng hier. Ah, okay, warte, ich habe eine Idee. Warte, ich gehe hier lang. Genau, das ist die beste Spirale, die je gebaut wurde. Und jetzt einfach hier lang. Jawohl. Ja! Genial! So muss das sein. Also wenn schon Spirale, dann richtig. That's what she said. Guck mal, und jetzt sind wir hier, genau. Ja. Ja, so müssen wir das machen. Warum geht das jetzt hier wieder nicht? Da. Dahin. Yes, und jetzt runter. Ja. Es ist so toll. Bam, und da kriegen wir gleich Gravitational Wave Refraction ins Gesicht. Mitten ins Gesicht, meine lieben Freunde. Und gleich das nächste. Jetzt können wir gleich noch die Linsen als nächstes herstellen. Ich stehe ja voll auf Linsen. So, und jetzt läuft hier diese Drive-Core-Engine-Forschung durch. Keine Ahnung, ob wir überhaupt noch genug gelbe Forschung dafür haben. Ich guck mal gerade in den Kanister. Was sagt der Kanister? Ah, ist leer. Okay. Dann werden wir wahrscheinlich da bald leer laufen. Das werden wir in der Folge also nicht mehr erforschen wahrscheinlich. Leider nicht hier noch eingepuffert. Schande über mich. Egal. So, jetzt hier Arme rein. Und dann läuft das schon mal jetzt. So, Panzerglas wird produziert. Hervorragend. Panzerglas am Start. Für die Panzerknacker unter euch habe ich das jetzt mal gemacht. Und dann nochmal hier normales Band und zieh das mal hier rüber. Und dann hau das raus. Genau. So, das ist die erste Komponente. Und das war jetzt schon eine ziemliche Leistung. Genau. So, da haben wir das. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch das. Da ich aber Angst davor habe, diese Titankristalle herzustellen, weil die ziemlich nervig sind mit diesem komischen Biozeug, überspringen wir das vielleicht erstmal und machen erstmal das hier. Da haben wir nämlich schon Diamanten. Das können wir nämlich direkt machen. Jetzt muss ich nur gucken. Jetzt brauchen wir diese Tanks hier. Was brauche ich dafür denn? Ah, guck mal. Oh, das ist einfach. Das ist einfach. Famous Last Words eines Dyson Sphere Program Spielers. Das ist einfach, weil wir haben nämlich diese Iron Man Partikel Tanks schon. Und wir haben auch schon, habe ich gehört, dass wir Eisenplatten haben. Genau. Und Deuterium ist das nämlich. Das haben wir auch schon in rauen Mengen. Das kriegen wir ja vom Gasriesen. Hier, das können wir hier hinten, glaube ich, sogar direkt machen. Muss ich nochmal nachgucken. Warte, was war jetzt hier? Genau, hier ist das Deuterium. Und dann... Mach doch schon mal eine Anlage vielleicht. Hier, wir können doch mal das einfach jetzt hier mal so... Genau, einfach neben das Ding stellen. Das ist eine gute Idee. Wie sieht es eigentlich mit dem Strom aus? Habe ich gerade Fluktuierungen gesehen? Nee. Nee, alles ist gut. Warte mal, wie hoch ist der Verbrauch? Oh. Nee, doch, wir sind langsam, aber sicher an der Verbrauchsgrenze. Guck mal, ich muss mal ein bisschen mal wieder... Hier, wir machen mal hier gleich noch einen Fusionsreaktor noch daneben. Einen kann ich machen. Wir haben ja genug Kerne eingepuffert.
Ist vielleicht jetzt keine so schlechte Idee, mal ein bisschen hoch zu skalieren. Würde ich jetzt sagen. Ich behaupte das jetzt. So, Arme noch hinsetzen. Genau, so, da wird das nämlich gleich durcherreicht hier und dann kann der gleich noch mit ranlaufen jetzt. Macht er doch, oder? Ja, macht er. 9 Megawatt. Ja, es ist sinnvoll, auf jeden Fall. Bei den ganzen neuen Anlagen, die wir jetzt produziert und gebaut haben und platziert haben, ist das vielleicht nicht so schlecht, das jetzt zu machen. Genau. So, also jetzt gib mir mal hier schon das... Hä? Das kann ich ja hier gar nicht machen. Moment mal. Was für eine Anlage brauche ich denn dafür? Party... Ach, da brauche ich den Collider. Ach so. Ach so. Ja, warte, da ist es ja falsch. Moment. Was brauche ich für einen Cola-Leiter? Was brauche ich für die Cola-Leiter? Moment. Ich brauche Iron Man-Spulen. Moment. Ah, hier, die brauche ich. Nein, lande doch. Irgendwann werde ich mal ein Zentrallager haben. Dann ist das überhaupt kein Problem mehr, solche Sachen zu machen. So, dann gib mir mal hier Titanium raus. Und dann mach schon mal einen. Der dauert ja ein bisschen. Ah, zwei, komm. Was soll der Geiz? Ich wette, wir brauchen von den Sachen mehr. So, hier jetzt. Ich stelle ihn hin. Wo stellen wir den hin? Der ist ein bisschen größer auf jeden Fall. Ich glaube, das stört jetzt wieder dieses blöde Graphitband, was ich da hingestellt habe. Okay, egal. Warte. Ist Wurst. Ich muss noch mal die Komponenten angucken. Was habe ich dafür jetzt nochmal gebraucht? Normale Eisenplatten, genau. Ich würde das halt gerne direkt hier noch abgreifen, wenn wir schon mal am Start sind. Jetzt habe ich extra hier die Glasfasern hier hingemacht, weil ich dachte, ich habe hier Platz und jetzt brauche ich den Platz eigentlich für die Collider. Ah! Ich werde wahnsinnig. Okay, warte, ich plaster mir das jetzt hier mal alles dicht. So. Ja, wir haben ja Foundations, Gott sei Dank. Hier, blödes Wasser, braucht kein Mensch. Weg damit. Weg mit dem Wasser hier und alles planieren jetzt. Alles zupflastern hier. Komm, wir machen jetzt alles grau hier. Eis zu, ja, ja, Eskalation. So. Musste kurz eskalieren. Alles wieder gut. Jetzt mach hier mal den Collider. Ich baue den jetzt hier hin. Hier so. Wir machen erstmal nur einen, glaube ich. Okay, hier jetzt. Strange Matter, genau. Und dann gib mir Arme. Ohne Arme keine Materie. Genau, das läuft jetzt schon mal rein. Deuterium kriegen wir. Jetzt brauchen wir, abgesehen davon, noch die Platten. Eisenplatten. Die müssten ja eigentlich... Hatten wir die angefordert zufällig? Nee. Aber die müssten eigentlich hier sein. Ja, guck mal da. Und da ist sogar noch am Splitter was frei. Ich werde ja wahnsinnig. Das ist ja wie, als wenn ich es vorbereitet hätte. Habe ich aber nicht tatsächlich. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich schwöre. Hier, pass mal auf. Mach mal da jetzt die Iron Man Magneten. Da machen wir jetzt einfach die Platten drüber. Genau, so. Und dann fädeln wir uns das einfach hier auf die freie Linie daneben. Jetzt wird das hier auch schon so richtig fabrikig, meine lieben Freunde. Nicht schlecht. Guck mal, jetzt können wir uns nämlich von hier dann die Platten holen. Ja. So. Da müssen wir erstmal natürlich die Bänder bauen. So, und dann fehlt noch die Partikelbehälter. Die sind in der Mitte der Anlage. Da müssen wir dann auch nochmal gucken, wie wir die dann wieder in die Mitte kriegen. Das wird sehr, sehr lustig alles. Übrigens, falls es ein bisschen FPS-mäßig ein bisschen problematisch ist, es kann sein, dass das jetzt mittlerweile schon so viel Leistung zieht hier mit den riesen Fabriken, die jetzt hier am Start sind, dass meine CPU und meine Grafikkarte mit dem Rendern des Videos und des Streams gleichzeitig ein bisschen in Problematiken geraten, ja. Also es kann sein, dass ab und zu mal die Frames einbrechen. Ich werde mal schauen bei der nächsten Session, das mal ausprobieren, das mal auf dem anderen Rechner laufen zu lassen. Vielleicht läuft es da ein bisschen performanter noch. Müssen wir mal gucken. Also wieder über Capture-Karte dann versuchen. Aber jetzt aktuell ist es halt noch ein bisschen frickelig. Ich hoffe, der stürzt dann nicht ab. So, jetzt haben wir das. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch die Partikelcontainer.
Meine lieben Freunde, so, jetzt gucken wir mal. Hier sind sie, genau. Hier habe ich die nämlich auch schon zwischengepuffert. So, jetzt müssen wir natürlich wieder schauen. Das Übliche wieder hier. Wir müssen sie wieder irgendwie da rauskriegen. Also ich weiß, wie wir das machen. Wir machen das so und dann hier hoch. Schön hoch. Schön komplett, genau. Einmal drüber hier. Einmal quer rüber über die ganze Schose. Warte, so. Wo ist der Collider? Da ist der Collider, genau. Guck mal, jetzt gehen wir... Ja. Pass mal auf, jetzt gehen wir einfach hier hin. Also hier so. Vor den Collider. Ja. Und dann runter. Pass mal auf jetzt. Dahin. Guck. Und jetzt haben wir es. Bam. Und jetzt produzieren wir diese kritischen Teile. Und da hat Sigga gleich mit Prime abonniert. 7 Monate schon. Dankeschön. So, einmal rausfädeln. Genau. Jetzt rutscht das nämlich auch weiter durch hier. Genau. Jetzt werden die hier hochgefädelt. Und dann haben wir die Strange Matter, oder? Oder was war das jetzt? Das war... Ja, Strange Matter. Seltsame Materie. Wir produzieren jetzt seltsame Materie im Partikel-Collider, meine lieben Freunde. Das ist ja der Wahnsinn. Da läuft er. Sehr schön. Es läuft an. Eine weitere wichtige Komponente für die Dyson-Sphäre und wahrscheinlich auch für den Warp-Antrieb und alles mögliche. Alles mögliche Gedöns. So, jetzt muss ich mal schauen. Als nächstes brauchen wir diese Linsen. Genau, und da brauchen wir jetzt das, was wir hier gerade produziert haben, plus Diamanten. Und das machen wir tatsächlich im Assembler. Das ist ja mal der Wahnsinn. Wir machen mal wieder was im Assembler. Dass ich das noch erleben darf, mal wieder was im Assembler herstellen zu dürfen. Gänsehaut überkommt mich. So, dann mach das doch gleich mal. Dann mach jetzt den Assembler dafür gleich daneben. Was soll der Geiz? Ich weiß, das ist jetzt platztechnisch ein bisschen abenteuerlich wieder. Aber ich mach das jetzt. Dann mach mal... Warte mal, nicht so lang machen, das Band. Ah, dieses Ding hat so eine komische Hitbox hier, diese fliegenden Teile, dass man da immer aus Versehen das dann löscht, wenn man nicht aufpasst. Genau. Und da kommt's raus. Und da kommt's rein. Das ist sehr fein. Neues. Aber jetzt brauchen wir noch die Diamanten. Und die Diamanten hatten wir auf der anderen Seite der Anlage schon produziert und eingelagert, glaube ich sogar. Die haben wir nicht mal weiterverarbeitet zu irgendwas, glaube ich. Oder? Hier sind Diamanten, genau. Da kommt ja nichts mehr. Da ist ja nichts mehr am Start. Keine Kohle mehr. Was? Ah, der hat nicht mehr, fördert nicht mehr noch. Moment. Das geht ja mal gar nicht hier. Moment. Da müssen wir mal hier frei machen. Gib mir mal hier die Foundations. Mach die mal hier so. Mal hier so hin. Und dann gib mir mal noch so einen Förderer. Ich wundere mich hier die ganze Zeit, dass wir keine Dias mehr kriegen. Das kann ja mal gar nicht sein hier. Genau, guck mal. Können wir da alles... Den da auch? Ne, schade, den kriegen wir nicht mehr. Ja, mach so, genau. Und jetzt zieh mal das Band von hier. Das müssen wir jetzt hier mal so außenrum machen. Können wir das über die Ressource? Ja, geht. Okay. Machen wir das doch mal so und dann hier rein. Und jetzt noch Kohle. Weil ohne Kohle läuft hier gar nichts. Ist so ein typisches Problem. So, warte. Jetzt muss ich gucken. Ja, okay, warte. Dann zieh das mal hier so lang. Colliding with Option. Ach so, da ist eine Ölquelle. Das habe ich gar nicht gesehen, siehst du mal. Weil es so dunkel ist gerade. Kann man ja mal übersehen, so eine Ölquelle. Wäre vielleicht ganz schlau, die mal auszubeuten, wa? Wenn die da schon ist. Bestimmt kann ich Diamanten auch noch anders herstellen. Das muss ich bestimmt nicht nur aus Kohle und Graphit machen. Habe ich wieder nicht richtig hingeguckt. Ich gebe es ja gerne zu. Aber ja, Knick in der Optik halt. Ich konzentriere mich halt so auf die Funktionalität der Sachen, dass ich die
richtigen Bänder verwechsel. Also die falschen richtigen. Dass ich die falschen richtigen Bänder nehme. Hier muss es rein. Mann, 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 Mann. Herr Spielbär, was soll denn das? Kondensieren Sie sich doch jetzt mal ein bisschen. Jetzt haben wir es. Mann, 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 Mann. Genau, so soll das nämlich sein hier. Dann kommt nämlich... Ja, jawohl, ja. Genau, weil da wird es nämlich da hinten dann... Genau, da geht ja der Überschuss geht dann da raus. Genau. So ist es richtig. Mann, 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 Mann. Schwere Geburt, aber manchmal sind das eben auch mal schwere Geburten. So ist das. Und jetzt kriegen wir wieder Dias. Kameruns Dias kriegen wir jetzt wieder. So, dann mach doch mal... Mach auch noch eine Anlage hier hin, würde ich sagen. Haben wir nicht noch Schmelzen? Nee, haben wir nicht. Muss ich mal welche machen? Denn ich brauche ja mehr Dias jetzt für die Verarbeitung von dem anderen Zeug wieder. Das reicht ja hier wieder vorne und hinten nicht. Für was haben wir eigentlich die Dias nochmal gebraucht? Bin ich mir jetzt nicht mal mehr sicher, ehrlich gesagt. Machen wir hier noch Graphit. Für was haben wir die nochmal gebraucht? Also die anderen jetzt. Also die, die wir vorher schon produziert haben, meine ich jetzt. Für was haben wir die gebraucht? Ich muss mal gucken, wo die hinlaufen. Bestimmt für die gelbe Forschung. Ja, ey, ohne Witz, das ist die gelbe Forschung, lol. Nein! Nein, dann ist die ja die ganze Zeit nicht gelaufen. Nein! Jetzt kommen erstmal wieder die Dias an. Jetzt wird erstmal wieder gelbe Forschung produziert. Ah, ich wundere mich schon, was da los ist. Ah, um Gottes Willen, nein! 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 Da brauchen wir noch eine, schnell! Mehr Dias. Mehr Kameruns Dias brauchen wir. Mann, scheiße hier. Habe ich wieder mich völlig unterschätzt. So. Hier. Jetzt hat. Mehr. Weil wir müssen ja für die andere Produktion dann auch noch Dias machen. Aber da mache ich, glaube ich, eine Extra-Line. Das zwacken wir dann nicht von hier ab. Da mache ich, genau, da stelle ich hier noch meine Anlage hin jetzt. Ich weiß jetzt eh auch nicht, wie viele die... Komm, wir machen zwei. So, hier. Einmal hier hinstellen. Das ist ja erhöht, das Band. Genau, da kann ich das drunter bauen. So, jetzt gib mir... Und Dias. Mehr Dias. Und dann... Ja, fädeln wir das irgendwie hier so lange. Irgendwie kriegen wir das da schon lang. So. Vielleicht sollte ich die Dias auch eher so auf anderen Planeten machen, wo wir mehr Kohlenstoff kriegen oder so. Lass mich durch. So. Warte. Jetzt machen wir das richtig clever hier. Guck, wie clever ich bin. Wie schlau ich sein kann, wenn ich will. Meistens will ich aber nicht. So. Genau. Sauber. Dann gib mal da die Dias raus. Ich bin reich. Ich bin so reich jetzt. So, was er jetzt neu braucht? Hier genau, hier müssen wir das hinführen. Oh Gott, das wird wieder ein schönes langes Band. Ich glaube, ich nehme mir gleich mal Förderbänder noch raus hier. Gleich mal zwei Stacks rausziehen hier. Und mal, warte mal, hier die Rohstoffe hier, die löschen wir mal jetzt. Wegen Inventarplatz und so. Ist keine so schlechte Idee. So, jetzt müssen wir wieder so ein richtiges schönes Langband machen. Wo war jetzt die Dia-Band? Hier, genau. Ah, mach mal hier den ganzen Schnodder hier weg, bitte. Stell das mal einfach hier nebenan auf. So. Erstmal den Schnodder wegmachen. So, jetzt hier hin. Und dann hoch. Ja. Kommen wir da am Windrad vorbei? Natürlich nicht. Nein, wieso ist da jetzt kein Strom? Stell es hier hin. Und jetzt... Rüber. Hoch. Weiter hoch. Ja. So, erstmal. Yes. Und dann weiter durch. Weiter. Oh mein Gott, ich kann euch sagen, nicht verzagen,
Wir müssen es wagen. Können wir es noch ein Stückchen absenken hier? Nee, können wir nicht. Hier müssen wir ja auch noch mit rüber. Dann dahin und dann haben wir es sogar schon. Ich bin ja begeistert so ein bisschen, ne? So ein kleines bisschen begeistert bin ich da ja jetzt doch schon. Nur so ein kleines bisschen. Guck. Okay, warte, dann mach das hier kürzer. Dann so und so. Nice. Und dann haben wir die Dias hier. Der Wahnsinn. Und dann haben wir die Linsen. Ich werde ja irre. Ich werde ja ein bisschen wahnsinnig jetzt. Aber jetzt müssen wir noch hier den Drohnen helfen mit dem Förderbandbau. Es hört nicht auf, geil zu sein, meine lieben Freunde. Es hört einfach nicht auf. Es will einfach nicht aufhören, geil zu sein. Und die Forschung dengelt im Hintergrund so durch. Das ist auch so geil, wie lange das dauert noch. Jetzt haben wir die Dias. Jawohl. Endlich. Endlich, endlich. Es ist so toll. Wir haben sie. Und dann kommen sie hier. Und jetzt müssen wir nur irgendwie schauen, dass wir das da wieder rausfrickeln auch. Für was brauchen wir jetzt die Linsen nochmal? Ich habe ja schon wieder alles vergessen. Die brauchen wir doch hier für das Zeug hier, ne? Ja, genau. Guck mal. Gravitationslinsen brauchen wir für den Space Warper. Consumables used to activate the Warp of the Mecha. Das ist das Zeug, was wir brauchen, um den Warp-Antrieb zu aktivieren. Das ist unser Warp. Wenn wir den dann mal freigeschaltet haben. Das ist ja gerade am Forschen, ne? Dann können wir einen Warpsprung machen. Alter, wie kompliziert das ist, ey. Überlegt euch das mal, ne? Wie kompliziert das ist. Dann brauche ich ja zum Glück nur das. Also die Linsen einfach direkt umwandeln. Und wo mache ich das? Im Assembler mache ich das. Okay. Dann machen wir gleich direkt gegenüber einen Assembler. Und puffern das schon mal. Dass das schon mal so ein bisschen zwischendrin reinläuft noch. Während wir hier offscreen Dinge tun. Also wir machen das so, ja? Pass auf. So. Alle passen jetzt auf. Ich will, dass das hier alle verstehen jetzt. So. Guckt. Haben alle gesehen. Ich hoffe, alle haben das gesehen. Das wird hinterher abgefragt. So. Und jetzt Warp. Yes! Bingo! Und gleich hier Kanister-Tornister aufstellen. Und dann hier gleich rüberfädeln. Ich hab Warp! Die Frage ist jetzt, habe ich Warp 2? Habe ich Warp 3? 4 oder 5? Man weiß es nicht. Vielleicht habe ich auch schon Warp 9. Das wäre dann Transwarp. Ich glaube, alles über Warp 9 ist Transwarp. Transwarp ist ja so mehr oder weniger experimentell. Das heißt, wir müssen dann mal schauen, ob ich dann irgendwie in einem Wurmloch lande oder nicht. Vielleicht sabotiert auch Mr. Scott den Antrieb, bevor ich ihn testen kann. Müssen wir mal schauen. Wir werden es sehen. Weißt du auch Items sortieren? Items sortieren geht, indem du das Inventar öffnest und dann hier oben klickst. Und an der Stelle endet diese Folge Dyson Sphere Program. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr dieses Projekt findet und ob das weitergehen soll. Ihr könnt auch gerne rechts oben in die Ecke schauen, da ist die komplette Playlist verlinkt. Könnt da mal reinschauen, wenn ihr nicht alles gesehen haben solltet. Oder ihr könnt auch gerne in eins der anderen Videos reinschauen, das hier an der Stelle verlinkt ist. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.